Steht unsere Kompostmaschine, unsere relativ neue Kompostmaschine, die haben wir seit Frühjahr 22 im Einsatz. Als ich angefangen habe mit regenerative Landwirtschaft, habe ich mir erst eine kleine Anlage, IBC-Anlage, selbst gebaut, ganz günstig, um zu sehen, taugt das was, taugt es nicht. Und es taugt auf jeden Fall was, denke ich, dieser Komposttee. Habe mich immer geärgert, dass ich eigentlich zu wenig produziere am Tag für die Menge, die ich ausbringen will. Und habe mich dann zu entschieden, letztes Jahr im Winter mir eine neue Anlage selbst zu bauen. Grundlage hier ist, ist dieser 5000 Liter Behälter, ehemalige Maische-Behälter aus einer Weinkälterei, die ich mir nach meinen Vorstellungen ein bisschen modifiziert habe. Funktioniert auch nach dem System Vortex. Also kann ich gleich nochmal näher zeigen. Also ich kann am Tag 2000, 3000 oder 4000 Liter ansetzen, Tee. Und ich habe mittlerweile ein paar Landwirte, die das von mir abnehmen, diesen Tee. Und somit bin ich da relativ variabel in der Menge, die ich so am Tag produzieren kann. Normalerweise produziere ich da normalen Komposttee, den ich einen Tag da produziere in diesem Bottich und dann nach 4 Stunden ausbringe. Hier produziere ich gerade einen Tee, der 3, 4 Tage braut quasi, aber der auch 2 Wochen haltbar ist. Und ich will mit diesem Tee, will ich bei der Sommergerstenaussaat, diesen Tee will ich in die Saatfurche mit einspritzen, um da ans Korn in den Boden frische Biologie oder gute Biologie reinzubringen. Das ist so das Ziel. Deswegen läuft das jetzt hier eigentlich für einen normalen Komposttee, ist es die Witterung nichts, weil es einfach zu kalt ist und jetzt keinen Sinn macht. Aber da ich hoffe, dass wir innerhalb der nächsten 2 Wochen sehen können, habe ich jetzt mal diesen Tee angesetzt gestern. Im Online-Seminar Komposttee erwartet dich ein Vortrag von Adrian Ruby, der dir einen Einblick in das Thema vermittelt, etwas zur erfolgreichen Herstellung und Anwendung zeigt. Außerdem eine Q&A-Session, in der viele offene Fragen beantwortet werden. Im Bonusbereich erfährst du mehr über die Anlage von Oliver Jung, wie er sie gebaut hat, welche Komponenten für ihn wichtig sind zur Herstellung und zur Anwendung sowie Ausbringung. Außerdem habe ich im Vorfeld mit einigen Herstellern von Komposttee-Maschinen bzw. Anbietern von Komposten und Zusatzmaterialien Aufzeichnungen gemacht, die jeweils auf ihre persönliche Philosophie und das Alleinstellungsmerkmal ihres Kompostes bzw. ihrer Maschinen eingehen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und gutes Komposttee brauen.